Floll. Yay, mittwochs zu Tisch. Hallo Gartenbau-Freunde. In den nächsten Wochen passiert was ganz Tolles auf meinem Kanal. Ich habe mir bei JurassicFruit.com ganz viele exotische, tropische Früchte gekauft und werde die in den nächsten Wochen mittwochs zu Tisch mit euch ausprobieren, bereden, damit ein bisschen kochen und bin ziemlich gespannt. Das Paket ist angekommen von Jurassic Fruit. Wiegt ungefähr 8 Kilo. Genau. Und ich fange heute mit der ersten Spezialität an. Was ganz was Fantastisches. Fand ich total außergewöhnlich. Fand ich insgesamt super. Ich muss dazu sagen, das ganze Zeugs war nicht unbedingt günstig. Jurassic Fruit hat durchaus hohe Preise. Ich habe für diese Box ungefähr 100 Euro bezahlt, die ich nie wieder reinbekommen werde. Aber sei es drum, es geht hier um coole Videos. Hier ist die erste Frucht drin. Jurassic Fruit schreibt, dass die aus Indonesien kommt, von einem Kleinbetrieb, einem Familienbetrieb. Es ist was ganz, ganz Fantastisches. Es ist eine Schlangenfrucht. Fantastische Frucht. Die hat so Schuppen, ich weiß nicht, ob man es hier in der Kamera sehen kann, die so schlangenartig, so reptilienartig ausschaut. Was ganz, ganz Außergewöhnliches, wenn man da auch dagegen streift, schon spürt man so ein bisschen Widerstand. Total glatte, glänzende Haut. Ich fand die total fantastisch. Die Schlangenfrucht, auch Salak genannt, ist die Frucht der Salakpalme. Botanisch Salaca, Salaca, eine echte Palme aus Indonesien, Java, Sumatra. Fantastische Pflanze, wird so bis zu 6 Meter hoch und wächst eher im Unterholz, in sehr, sehr moorigen, schlammigen, feuchten Böden. Die Blätter dieser Palmenart sind gefiedert und ich finde, die schauen aus wie so ein bisschen Bambusblätter. Außergewöhnlich ist bei der Salakpalme, dass die ganze Pflanze mit Dornen übersät ist und auch die Blüte total außergewöhnlich ist. Die Blüte findet nicht oben in der Pflanze statt, sondern unten in der Basis, ist getrennt geschlechtlich. Es gibt rein weibliche, rein männliche Pflanzen und wenn die beiden zusammenkommen, dann bilden sich halt diese Blüten und dann auch diese Früchte, die dann auch eben in diesen Stacheln geerntet werden müssen, händisch. Die Frucht ist halt so außergewöhnlich. Die Fruchtfarbe ist so bräunlich bis rötlich, eben mit ganz, ganz tollen, außergewöhnlichen Schuppen außenrum. Ist eine roh genießbare Frucht, kann aber auch entsaftet werden. In Indonesien werden auch die Kerne gegessen. Dazu werden diese Kerne in Salzwasser gekocht und dann halt auch als Beilage gegessen. Die Frucht selber duftet jetzt nicht und ich bin jetzt einfach gespannt. Ich schneide die hier mal so ein bisschen auf. Oh, geht ziemlich schwierig. Seht ihr dann so, ich zeige das mal in der zweiten Kamera. Hier sieht man, dass das wohl so einzelne Segmente bildet, die man rauslösen kann. Und es scheint auch so, als wäre hier ein Stein drin. Das Fruchtfleisch ist sehr fest und die Schale ist halt total super. Schaut euch das an, wie diese Schale ausschaut, wie diese Schale im durchscheinend ausschaut. Fantastisch. Ich habe jetzt so ein Segment rausgelöst. Fruchtfleisch ist ziemlich fest, fast wie so bei einer Kastanie. Und ich beiß rein. Duft. Ein bisschen fruchtig. Boah, okay. Geschmacklich wenig saftig, aber fruchtig, süßlich. Bis tatsächlich so ein bisschen wie so ein Gemüse. Wie so eine ja, wie man, wenn man auf das Weiße bei einer Honigmelone beißt, vom Biss her fast schon. Und Geschmack her,
ein bisschen melonenartig, birnenartig und so ein Touch von Litchi. Ein bisschen säuerlich, das mag ich ganz gerne. Ja. Total außergewöhnlich. Wie viele Dinge habe ich denn davon? Cool. Cool, ich habe davon ein paar. Okay. Das ist halt einfach sau cool, das Ding. Schaut euch die Schale an. Das Ding ist sau cool. Ja. Und das war die erste Frucht. Es kommen jetzt Mittwoch zu Tisch ganz viele von diesen Videos. Schaut's rein, was ich noch so alles bestellt habe. Das decke ich natürlich erst nach und nach auf. Und dann schauen wir mal. Jo, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Haut's rein, Daumen nach oben da lassen, nicht vergessen. Wir sehen uns. Tschüss.